Die Halloween-Season startet heute. Hallo meine Lieben, schon wieder eingeschaltet zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum offiziellen Start der Halloween-Season im Disneyland Paris. Ja, ich bin noch nicht dort, aber auf jeden Fall dieses Wochenende. Vom 4. bis zum 6. Oktober bin ich dort mit Brina und Nina. Und dann nochmal zwei Wochen später am 18. Oktober abends und am 20. Oktober auch nochmal den kompletten Tag. Am 19. Oktober sind wir nämlich im Park Asterix mit Brina, Sinan und Daria. Genau, so viel dazu. Es gab noch ein paar Updates gestern bezüglich der Halloween-Season, die ja heute gestartet ist. Die möchte ich mit euch in diesem Video teilen. Ich sag euch die Showzeiten, was ihr alles wissen müsst, welche Charaktere ihr jetzt treffen könnt während der Halloween-Season und werde euch das so kompakt wie möglich zusammenfassen. Wenn euch die Christmas-Season interessiert, wenn ihr eher während der Christmas-Season fahrt, schaut das Video an, was ich gestern gepostet habe. Das ist schon online. Da rede ich über die Neuigkeiten während der Christmas-Season, wann welche Show startet und auch über das neue Feuerwerk im Januar und eine neue Marvel-Show. Und auch nochmal ein kleines Update, das habe ich auch gestern in dem Video schon gesagt. Ich habe jetzt das Datum zur Kabel 1-Reportage, welches ich immer natürlich auch hier in dem Video mit euch teilen möchte. Denn ich weiß, nicht alle gucken jedes Video, einige folgen mir auch nicht auf Instagram, aber einige möchten halt wissen, wann diese Reportage online kommt. 11. Oktober um 17.29 Uhr auf Kabel 1 im Abenteuerleben täglich kommt die Reportage. Also ne, schön in eure Kalender reinschreiben. Ich werde es auch in der Story immer noch mal wieder posten als Erinnerung, dass ihr es ja nicht verpasst. Und ich denke auch, dass es auch noch online verfügbar wird zum Schauen. Genau. So, haben wir das das Organisatorische auch mal geklärt, was wir noch klären müssen. Wenn ihr neu auf meinem YouTube-Kanal seid, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und auch wenn ihr die Glocke drückt, dann verpasst ihr keins der Videos, die ich euch am Wochenende mitbringen werde. Ich werde euch so, so viel Content mitbringen. Ihr werdet so viel Disneyland Paris Content bekommen in den nächsten Wochen. So, kommen wir zur Halloween-Season, die ja jetzt am 1. Oktober gestartet hat. Und die läuft noch bis zum 3. November 2024. Ich blende euch immer ein bisschen Bilder ein. Die Deko, die wurde ja auch jetzt schon langsam aufgebaut über die letzten Wochen und Tage. Man hat immer ein bisschen mehr Deko gesehen. Die Main Street ist natürlich so wunderschön dekoriert mit Geistern und Kürbissen und den Girlanden. Und auch das Frontierland ist mit den, sagen wir mal, Coco-Charakteren, obwohl es ja nicht direkt Coco ist, sondern auch diesen Geistern, diesen Coco-inspirierten Geistern, sage ich mal, auch wunderschön dekoriert. Also die Deko ist auf jeden Fall schon dort. Reden wir über Charaktere. Ja, wichtiges Thema. Wir haben zwei neue Charaktere, in Anführungszeichen. Zwei auf jeden Fall, also der eine Charakter, den gab es vorher noch nie im Disneyland. Und der andere Charakter, den gab es bisher nur in Shows, den ihr jetzt aber auch antreffen könnt. Ich habe mir das auch mal auf dem Handy zusammengefasst, wo, wann, wie ihr welchen Charakter treffen könnt. Erstmal treffen in Anführungszeichen, also es wird auf jeden Fall wieder die Villains geben, die im Fantasyland ihr Unwesen treiben werden. Und das natürlich spontan. Also es gibt keine Zeiten für die Villains. Wenn ihr Villains sehen möchtet, treibt euch im Fantasyland rum, so hinterm Schloss oder so. Da werden sie halt meistens auftauchen. Letztes Jahr war es Gaston, Cruella, Maleficent, die Stiefmutter von Cinderella mit ihren Stiefschwestern. Genau, also die werden da so rumlaufen und ja, so ab 10 Uhr könnt ihr dieser vielleicht Glück haben und dort anderer Villain, der jetzt auch im Disneyland Paris ist, ist Mutter Gürtel. Die kann man seit gestern, also gestern gab es die Vorpremiere, heute ist der offizielle Start, im Frontierland antreffen. Es ist so eine kleine Show, wo sie dann von ihrer Story erzählt. Jetzt zeige ich euch kurz die Zeiten. Um 12.10 Uhr, um 13.10 Uhr, um 14.10 Uhr, um 16.30 Uhr und um 17.30 Uhr könnt ihr Mutter Gürtel im Frontierland antreffen. Ihr könnt mit ihr Selfies machen und ja, wie gesagt, sie erzählt so eine Geschichte. Ich habe gestern, wie gesagt, war schon die Preview für die Presse und so, habe ich mir gestern schon angeschaut und irgendwie, ich weiß nicht, für mich ist sie ein bisschen sehr jung.
Sie hat ein bisschen zu oft die Haare von Rapunzel gebürstet, dass Rapunzel keine Haare mehr hat und sie viel zu jung aussieht. Also, gucken. Werde ich mir natürlich in real auch noch anschauen, aber Muttergurtel, schwierig. Naja, mal gucken. Ich schaue mir auf jeden Fall die Show live an und freue mich sehr darüber. Ein neuer Charakter, den es bisher nur in Shows gab, den man jetzt aber auch antreffen kann, ist Miguel von Coco. Mega, das haben sich so viele gewünscht, aber Achtung, er wird nur von 16 bis 18 Uhr anzutreffen sein. Das auch im Frontierland, in der Nähe von Attraktionen von Big Thunder Mountain. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie bei seinem Restaurant ist in der Nähe. Auf jeden Fall haltet die Augen auf. Ich werde es mir auf jeden Fall auch am Wochenende anschauen, möchte ihn auch gern antreffen. 16 bis 18 Uhr, sehr kurze Time und er wird sehr begehrt sein. Das heißt, wenn ihr ihn unbedingt treffen wollt, empfehle ich euch mindestens schon mal eine Stunde vorher, euch dahin zu stellen. So gegen 15 Uhr, dann bekommt ihr ihn auf jeden Fall. Ist leider eine sehr kurze Zeitspanne und viele Fans werden sich früh anstellen. Die Schlangen werden sehr schnell geschlossen werden. Also, ne? Früh anstellen, wenn ihr Miguel treffen möchtet. Dann wird es Stitch geben. Stitch in seinem Vampir-Outfit. Ja, normalerweise hatte er so ein Halloween-Pumpkin, glaube ich, Outfit. Das Vampir-Outfit hatte er, glaube ich, auch mal während Covid. Ich glaube, ich habe noch ein Bild mit ihm im Vampir-Outfit. Ihn kann man im Discoveryland antreffen. Und zwar, wie heißt denn das? In der La Cate Beta. Da, wo man aktuell Minnie und Daisy in diesem Parisien-Outfit treffen kann. Dort drin wird man Stitch antreffen können im Vampir-Outfit. Von 10 bis 15.30 Uhr. Und ich kann euch auch schon mal sagen, Stitch, egal zu welcher Jahreszeit, egal was er trägt, ist super beliebt. Und diese Wartezeit auch für dieses Arcade-Beta-Ding ist immer eine Katastrophe. Die Schlange sieht vielleicht nicht lang aus, aber es dauert immer eine Ewigkeit, weil man sieht draußen die Schlange und drinnen geht die Schlange auch nochmal ein bisschen. Das heißt nicht, wenn ihr drin seid, dass ihr direkt Stitch treffen könnt. Wo der Weihnachtsmann... Ach nee, das ist ja noch Halloween. Wir reden über Halloween-Season. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Weihnachtsmann? Aber der Weihnachtsmann kommt erst am 9. November und der wird auch halt in der Arcade drin sein. Und dann mit Stitch switchen nach Weihnachten, wenn der Weihnachtsmann wieder zurück zum Nordpol fliegt. Aber wir reden ja heute über Halloween. Genau, also Stitch. Dann wird es Mickey und Minnie in ihrem Coco Mexican Outfits, die es schon seit Jahren gibt, geben. Auch im Frontierland. Und ich vermute, da wird auch Miguel sein. Und zwar von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr kommen die beiden und dann nochmal von 14 bis 14.30 Uhr. Halbe Stunde? Also die Zeitspanne finde ich jetzt auch sehr seltsam. Von 14 bis 14.30 Uhr, okay, gut. Und dann wahrscheinlich um 16 Uhr kommt dann halt Miguel. Dann wird es Tigger geben am Boarding House. Das ist im Prinzip direkt am Eingang beim Storybook Store. Werdet ihr auch wieder Tigger antreffen können in seinem Halloween-Outfit. Habe ich letztes Jahr auch getroffen. Und der wird dort sein, sogar in der Extra Magic Hours, schon von 8.30 Uhr bis 14 Uhr. Und da ja der auf der gegenüberliegenden Seite hinter der Arcade dieser Pavillon gerade gebaut wird, findet man da keinen Charakter. Da war ja normalerweise auch in der Extra Magic Hour ein Charakter. Ich glaube, es war immer Stitch. Ist leider jetzt aktuell nicht. Also Tigger ist tatsächlich der einzige Charakter in der Extra Magic Time. Dann wird es Chip und Dale wieder in deren Geister-Outfits geben im Adventureland. Direkt bei Corner Hearties da um die Ecke. Kann man die zwei, haben wir auch letztes Jahr getroffen, die zwei treffen. 10.45 Uhr bis 12.15 Uhr und von 15.15 Uhr bis 15.45 Uhr. Wie so eine halbe Stunde. Naja, auf jeden Fall Dark Chip und Dale in Geister-Outfits. Dann Jack Skeleton und Sally. Mega geiles Meet and Greet letztes Jahr. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Die Wartezeit hat sich so gelohnt. Von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Also 9.30 Uhr würde ich euch tatsächlich empfehlen, während der Extra Magic Hours euch schon anzustellen. Dann Cheshire Cat im Fantasyland. Wahrscheinlich da, also hier steht bei der Conte Fee Fahrt, also bei der Bötchenfahrt, die ja jetzt neu renoviert wurde.
da hinten am Gang wahrscheinlich, ich weiß nicht, da ist, normalerweise steht da Ferkel und so. Von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr könnt ihr da Cheshire Cat antreffen. Genau, das waren die Halloween-Charaktere. Dann wird es natürlich die Parade geben, die Halloween-Parade, die wir kennen. Es gab ja die Gerüchte, dass es dieses Jahr eine neue kommt. Das ist nicht der Fall, es wird ein Update geben. Wie das Update aussieht, kann ich euch noch nicht sagen. Schaue ich mir am Wochenende auch an. Die Parade wird aber zweimal laufen, um 15.25 Uhr und um 17 Uhr. Und auch noch ein Update zur Electrical Sky Parade, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Electrical Sky Parade, abends die Drohnenshow vor Illuminations, wird ein kleines Halloween-Update bekommen. Also ich denke mal, vielleicht am Ende des Electrical Sky Parade kommt dann noch so ein Halloween oder ob es in between ist oder am Anfang. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Da müssen wir uns auch dann überraschen lassen, was heute Abend dann schon zu sehen sein wird. Ich bin sehr gespannt und das kann ja nur gut werden. Electrical Sky Parade wurde ja auch jetzt wieder ausgezeichnet. Ansonsten wird es natürlich auch Essen geben, ne? Wie ihr wisst, Essen, Essen, Essen. Es wird auch ein Snack-Video wieder geben zur Halloween-Season. Es wird ein Pumpkin Shortbread mit Raspberry-Filling geben, also ein Keks mit Himbeerfüllung in Kürbisform. Dann wird es einen Captain's Burger geben mit Cuttlefish, also ein Fischburger. Das weiß schon, ist Brina raus, aber ich probiere ihn gerne. Ich liebe eigentlich Fischburger, mag ich sehr, sehr gerne. Ob es den jetzt im Annette oder im Lucky Nugget gibt, das weiß ich nicht. Das müssen wir dann mal schauen. Dann gibt es ein Vanille-Entremont. Entremont wahrscheinlich. Mit Pralinenherz. Klingt auch gut. Und Vanille-Ice-Cream mit Pumpkin-Coolies und Salted Caramel. Ist ja nicht so mehr meine Jahreszeit für Eis, aber das kann ich mir auch sehr, sehr lecker vorstellen. Und ein Highlight von mir. Das Cold Brew können sie vielleicht weglassen, aber Spiced Pumpkin Cold Coffee. Also sowas wie ein Pumpkin Spice Latte. Wahrscheinlich bei Victoria's, aber kalt. Das Kalt ist ein bisschen störend, aber ich werde ihn trotzdem für euch probieren. Ich werde über meinen Schweinehund, bei mir alles, was unter 20 Grad geht, kann ich eigentlich nichts mehr kalt ist. Oder so Eis essen oder so ist bei mir eigentlich nicht mehr drin. Genau, das sind so die Updates während der Halloween-Season. Und am 31. Oktober, wissen wir alle, ist Halloween. Aber auch dieses Jahr wird es keine Halloween-Party geben. Der Park hat bis 11 Uhr geöffnet und ihr dürft euch an dem Tag auch verkleiden. Normalerweise ist ja Verkleiden nicht so erlaubt im Disneyland, nur Bounding. An dem Tag dürft ihr euch richtig verkleiden, auch Erwachsene. Und ja, der Park hat ganz normal geöffnet, aber es gibt keine Specials, keine Parade, kein sonst was. Alles wie gehabt, nur dass der Park bis 11 Uhr geöffnet hat und dass ihr euch verkleiden dürft. So viel dazu, zu den Halloween-News. Ich freue mich so sehr auf das Wochenende. Endlich wieder die Mädels sehen, Nina und Brina. Wir werden das ganze Wochenende zusammen verbringen und so viel Halloween-Content wie möglich für euch aufnehmen und euch in den Storys mitnehmen. Und ach, ich war seit Juli nicht mehr im Disneyland und ich habe große, große Vermissung. Sehr, sehr große Vermissung zu Disneyland Paris. Also ich freue mich sehr, wieder dort zu sein. Ich weiß, ich war zwischendurch in Anaheim, aber ihr wisst, Disneyland Paris ist meine Heimat, mein zweites Zuhause. Und ich freue mich einfach sehr, Freitagmittag schon dort zu sein. Und ja, viele Videos sind geplant, natürlich eine Halloween-Season-Overview. Ich zeige euch das Christmas-Merch, ich zeige euch das Halloween-Merch, ich zeige euch das generelle Merch. Es gibt so viel neues Merchandise, seitdem ich letztes Mal da war. Es wird ein Snack-Video geben, es wird ein Moni-Zeig-Mal-Video geben. Ich schaue mir die Updates in den Studios an und, und. Also ich habe eine ganz lange Liste, die ich für euch abarbeiten werde. Und ja, freue mich einfach, euch mitzunehmen. Zweimal diesen Monat im Disneyland Paris, auch im November bin ich zweimal dort. Auch wenn es nur ein Tag ist im November, dann, also 3 Tage im November und dann nochmal ein Wochenende, wo ich nur einen Tag da bin. Aber hey, ich muss ja ein bisschen Disneyland Paris Content nachholen, ne? Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!